Hier ist Mana TV mit den Tagesthemen. Guten Tag und willkommen bei den Mana News. Wir starten mit der Rubrik Wirtschaft und kommen damit zum heutigen Goldtipp. Neben dem klassischen Questen auf Maximalstufe oder dem Ausüben eurer Berufe gibt es jede Menge andere Möglichkeiten, an Gold zu kommen. Solltet ihr zum Beispiel schon so gut ausgerüstet sein und keine Embleme der Ehre mehr benötigen, dann könnt ihr 60 Stück davon gegen die beim Anlegen gebundenen Armschienen tauschen, welche ihr anschließend für mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Gold im Auktionshaus verkaufen könnt. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr im Handelschat explizit im Vorfeld jemanden sucht, der euch diese abkauft. Dann müsst ihr die Marken erst ausgeben, wenn ihr einen sicheren Käufer habt. Dasselbe bietet sich natürlich mit den gefrorenen Kugeln für je 10 Embleme des Heldentums an. Diese gehen bei uns auf dem Server für ca. 50 Gold weg. Solltet ihr Verzauberer sein, könnte für euch ebenfalls noch die Wurfwaffe interessant werden, welche es für 15 Embleme des Heldentums zu kaufen gibt. Wenn ihr diese klein macht, kommt ganz einfach ein Tiefenkristall raus. Dieser ist momentan bei uns um die 110 Gold wert. Vergesst allerdings nicht, dass vermutlich in den nächsten Phasen epische Gems mit Abzeichen gekauft werden können. Wann und mit welchen ist bis jetzt noch nicht bekannt. Kommen wir zur Rubrik Technik und damit dem Add-on der Woche. Solltet ihr, wie ich, Angeln noch nachskillen müssen, dann bietet sich hierbei das Add-on namens Fishing Buddy an. Mit dem Befehl /fb öffnet sich das Menü. Klickt hier auf dem Reiter Optionen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass das Angelgeräusch verbessert wird. Sobald ihr eine Angel anlegt, wird die Lautstärke-Einstellung automatisch hochgedreht. Ihr könnt nun vor allem die Angeltaste festlegen. In meinem Fall habe ich die rechte Maustaste belegt. Wenn ihr diese nun zweimal nacheinander drückt, wird automatisch die Angel ausgeworfen. Wenn ihr nur noch den Haken bei automatisch Plündern setzt, dann könnt ihr mit einem weiteren Rechtsklick den Fisch entnehmen. So könnt ihr zum Beispiel ganz einfach mit einer Hand angeln. Allgemein habt ihr hier noch deutlich mehr Funktionen wie das Tracking von Fischen, ein Ausrüstungsmanager für euer Angelequipment sowie das automatische Anbringen eines Köders. Geht die Einstellung einfach mal durch. Ein weiterer kleiner Tipp für unsere Rubrik Technik ist das Ausblenden von Marken. Wenn ihr euer Abzeichenfenster geöffnet habt, dann könnt ihr ganz einfach mit einem Klick auf die nicht mehr benötigten Marken diese als unbenutzt kennzeichnen. Diese werden dann alle im unteren Bereich gelistet. Bevor es jetzt aber weitergeht, wenn euch das Video gefällt, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen herzlichen Dank. Nun die Idee des Tages. In dieser Rubrik stellen wir euch jedes Mal eine Sache vor, die ihr neben dem gängigen Endgame-Content erledigen könnt. Heute geht es um den Erfolg Vorreiter der Kavallerie. Bei diesem müsst ihr 50 Reittiere sammeln. Dies geschafft, erhaltet ihr den Albino-Drachen. 50 Reittiere klingt natürlich erstmal extrem viel und das ist es definitiv auch. Bedenkt allerdings, dass ihr zum Beispiel allein von eurem Rassenhändler 7 Bodenmounts in jeglichen Farben kaufen könnt. Dasselbe gilt natürlich für jegliche Flugmounts, vorausgesetzt ihr habt schon schnelles Fliegen. Alleine damit habt ihr 14 Reittiere. Mit jeweils 16.650 Ehre könnt ihr ebenfalls noch weitere 5 PvP-Bodenreittiere erwerben. Den Bronzedrachen bekommt ihr zudem ganz einfach mit etwas Glück in einem Timerun in HDZ4. Wir verlinken euch meine Liste mit allen Mounts, die es in WoTLK zu bewerben gibt, in der Beschreibung. Kommen wir nun zum Sport, besser gesagt zum E-Sport. Blizzard hat die Undying Challenge abgehalten, welcher Name allerdings sehr verwirrend gewählt wurde. So kennt man diesen Begriff eigentlich als Erfolg, bei dem niemand in Naxxramas sterben darf. Hier war es allerdings ein Speedrun-Event, bei dem die Gilden namens Progress und Space Force im 10-Mann gleichzeitig versucht haben, so schnell es geht den Endgame-Content aus WoTLK zu clearen. Das Ganze war aufgeteilt auf 2 Tage. Tag 1 wurde im Rekord alle Heroic Dungeons gecleared und am Tag 2 jegliche T7 Raid-Instanzen. Wir verlinken euch die Videos beider Tage in der Beschreibung, so könnt ihr selbst mal reinschauen und das komplette Event nachholen. Was ist sonst noch so passiert? Blizzard hat die benötigten Erfolge für den Ruhm des Schlachtzüglers für 10 Spieler und 25 Spieler angepasst und die Erfolge entfernt, für die Schlachtzugsbosse mit weniger als 10 oder 25 Spieler in der Gruppe besiegt werden müssen. Diese existieren nach wie vor im Spiel, werden allerdings nicht mehr für den Meta-Erfolg benötigt, um den schwarzen Protodrachen zu erlangen. Blizzard möchte damit keine Gilde zwingen, Spieler auf der Bank zu lassen, nur um einen Erfolg zu erledigen. Auf den chinesischen WoTLK-Servern sind bezahlbare Reit- und Haustiere aufgetaucht. Hier kann man die fliegende Neffa-Rakete, ein weißes Rhinoceros sowie ein magisches Hühnerei, ein Papierdrachen sowie der Spektraltiger-Junges für echtes Geld erwerben. Ähnliche Aktionen gab es schon öfter, wobei dieses Gott sei Dank nie in den westlichen Part geschafft haben. WoW-Head hat Statistiken veröffentlicht mit den Klassen, welche laut Logs den meisten Schaden im T7-Bereich verursachen. Hierbei steht der Dämonologie sowie der Gebrechenhexer dicht gefolgt vom Meuchelnschurke, dem Unheilig-Todesritter sowie dem Arkanmagier ganz oben auf der Liste. Die ersten 12 Plätze sind allerdings extrem nahe zusammen, sodass so gut wie jede Klasse in einer gewissen Ausrichtung problemlos mithalten kann. Dem Krieger fehlt es noch etwas an Ausrüstung, was sich dann allerdings mit der nächsten Phase deutlich verbessern sollte.
Zum Schluss, ich suche für unseren Mana-Talk unbedingt noch interessante Gäste. Spielt ihr zum Beispiel in einer Speedrun-Gilde oder kennt euch extrem gut mit einer Klasse bzw. Ausrichtung aus? Dann meldet euch unbedingt gerne mal bei mir im Discord. Schreibt uns außerdem mal in die Kommentare, wie euch die neuen Mana-News gefallen haben. Nächste Woche geht's dann auch wieder ganz gewohnt mit Nico als Sprecher weiter. Der ist nur gerade über den Feiertag im Urlaub. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.